Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was, wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077 vor 38. Hier haben wir uns verstehen geblieben, gesucht geht weiter. Wir haben Evelyn gefunden und befreit und jetzt finden wir vielleicht noch die Wahrheit heraus. Aber alles ganz vorsichtig. Sprich mit Judy. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du's weißt. Ich muss mit ihr reden. Hör zu, ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Ja, wir wollen natürlich rausfinden, ob es geht. Ich gehe erst dazu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur... reden. Hör zu, Evelyn. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann sterbe ich. Schlechteste Idee? Wie nett du sein kannst. Ich weiß, ist gerade schlecht. Aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Hast recht. Das ist totale Zeitverschwendung. Na gut, okay. Ich hätte ehrlich gesagt auch mit nichts anderem gerechnet. Von daher... Schauen wir mal, was, ein paar Grimassen zum Aufmuntern. Kann ja nicht schaden, wa? Ach, das, die Perspektive ist ja der letzte Bullshit. Aber lustig. Gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Setz dich. Mensch. Oh Gott.
Okay, lass laufen. Ach nö, nicht schon wieder. Die Dateien waren stark beschädigt. Bitte verschwinde, du Schild. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Ach nö. Das Laden dauert ein bisschen. Ja, Digga. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Okay, super. Ah, nein! Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Aua. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Wonach suchen wir? Max in Altmenando auch jedes nicht. Stück Tech? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Na schön. Also. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft ihr. Na gut. Wenn wir mal wechseln. Yep. Audio, nichts Besonderes war. Okay. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden? Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Werbung für verschiedene Einrichtungen. Pacifica. Eine Kirche, die sich vermutlich in Pacifica befindet. Okay. Und wenn er Sie noch irgendwas? Da, aha. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Okay, verlasse den Braindance, dann sind wir hier auch durch. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Wir haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ja nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt. Und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert.
Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Oui, allez, allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Quoi, tu es bien. Moi, je n'ai pas enragé. En plus, c'est le bon moment où nous gagnons pour nos vaisseaux, y'aura une autre. On prend chance là. Vous gagnez un plus bon lady? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Okay. Editiermodus und. Versuch das Telefon zu scannen. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was Sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Stark. Oui, allez, allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Toi, tu es bien. Ou pas, c'est mademoiselle a fait un problème? Moi, j'ai pas enragé. En plus, c'est le bon moyen nous gagner pour nos vaisseaux et Renault. Donc, on prend chance là. Je suis en train de me dire que Sylvain a mené nous direct sur Alt. Vous avez un plus bon lady? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Ok. War's schon, hein? So, ja, sie haben ihr nicht getraut. Okay, Julie, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Ja, das, ja. Ich hab da so meine Bedenken. Ich weiß nicht. Was ist mit dir los? Lange Geschichte, glaub mir. Leg los, bin ganz Ohr. Nicht der richtige Zeitpunkt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Sprich mit Judy, aber davor will ich ganz kurz das Spiel nochmal speichern und neu laden, weil ich da gar keinen Bock habe.
auf dieses Kack-Schild hinter der Kay, was die ganze Zeit da ist. Ihr seht es nicht so krass, aber ich sehe das und deswegen geht mir das echt auf den Sack. Und Neuladen führt in diesem Fall zu einem Abstoß des Games. Nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird von Patch zu Patch schlimmer. Kleiner Cut, es geht gleich weiter. Fantastisch. Sind wir wieder drinne, geht's doch direkt weiter. Und das Schild ist auch weg, ne? Immerhin das. Schön. Was haben wir hier noch? Ich würde gerne kurz nochmal hier glotzen. Wir haben eine Einkaufsliste. Hochwertige Kontaktlinsen, Bojen mit Sensoren, Neurosignalverstärker, Idee, Schmerz, Trennschalter für Puppen. Wenn die obere Schmerzgrenze erreicht wird, endet die Sitzung automatisch. Der Kunde muss ein Bußgeld zahlen. Klingt ja sogar einigermaßen vernünftig. Eine Menge zu lesen, na easy. Von Evelyn Parker an Judy. Oh. Hey, wir haben uns ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie läuft's bei dir so? Hockst du immer noch in Susis Keller rum und bist du immer noch mit Maiko zusammen? Hoffe, dass zumindest eins von beiden sich geändert hat. Also, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Okay, einen riesigen Gefallen. Ist für mich super wichtig, aber für einen Geek wie dich sollte das eine Kleinigkeit sein. Melde dich mal. EF, willst du mir nicht einfach verraten, worum es geht? Hat das irgendwas mit deinen letzten Nachrichten zu tun? Und ja, eins von beiden hat sich geändert. Ja, in dem Fall dann wohl mit dem Typen da. Sie saß ja immer noch in dem Keller. Du müsstest eine Virtu für mich drehen, das ist alles, versprochen. Im Gegenzug kannst du dich für den Rest deines Lebens der Kunst widmen. Könnten wir die Details persönlich besprechen? In Susis Keller, wo treibst du dich so rum? In Susis Keller, ja. Von, okay, an Judy. Achso, das ist Judys Bude. Okay, ich verstehe. Ja, na klar. Wir bei N54 sind der größte Nachrichtensender. Vor kurzem sind wir auf ein paar deiner BDs gestoßen und waren wirklich beeindruckt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen, dynamischen Team von anderen Künstlern zu arbeiten, mit flexiblen Arbeitsbedingungen und der Gelegenheit, ein spektakuläres Portfolio zu erstellen. Melde dich einfach bei uns. Hast du meine Nachricht erhalten? Wir würden uns wirklich freuen, wenn du unser Angebot in Betracht ziehen würdest. Ich dachte, keine Antwort wäre auch eine Antwort. Natürlich, ich verstehe. Sag uns Bescheid, wenn du deine Meinung ändern solltest. Von Roxanne. Ich hatte eine komische Begegnung mit einem Kunden. Ich habe ihn an der Bar getroffen, als ich offline war. Er meinte, er würde schon seit ein paar Monaten exklusiv zu mir kommen und wollte mich gern kennenlernen. Wir haben uns lange unterhalten. Er ist Konzerner. Er meinte, sein Job wäre meinem gar nicht so unähnlich, weil er sich auch den ganzen Tag verstellen muss. Also zum Beispiel muss er Golf mit seinem Chef spielen, obwohl er ihn hasst oder so. Eigentlich war der Typ ganz nett. Jetzt will er sich mit mir außerhalb vom Clouds treffen. Was soll ich machen? Triff dich mit ihm in Lizzie's, damit wir ein Auge auf dich haben können. Nur für den Fall der Fälle. Und nimm Taser mit. Hi, wir sind eines der größten Filmstudios der Welt. Wir möchten dir die Chance bieten, in einem jungen, dynamischen Team mit flexiblen Arbeitsbedingungen. Alles klar. Lasst mich in Ruhe. Ich brauche einen Schauspieler für ein BD. Der Kunde will so wenig Chrom wie möglich. Alter, egal. Kennst du jemanden, der Interesse hätte? Bezahlung ist nicht toll, aber auch nicht so schlecht. Ich frag mal rum. Das war's? Ein Satz? Alles in Ordnung bei dir? Weiß nicht, Judy. Irgendwie macht mich das alles in letzter Zeit echt fertig. Ich fühle mich, als wäre ich einfach nicht für dieses Leben gemacht. Widerliche Kunden, Pornos, beschissene Arbeitsbedingungen, miserable Bezahlung. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Wir haben was Besseres verdient, findest du nicht? Hey Jude, sorry wegen vorhin. Ich war sauer auf Susi und du hast deswegen Ärger bekommen. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du tickst. Aber in dem Fall hast du dich verpokert. Ich weiß. Rede nochmal mit ihr, wenn ihr euch beide abgereckt habt. Das wird schon wieder. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, auch die hat einen Streit. Ich würde gerne wissen, ob sich was wegen einer unrechtmäßigen Jugendhaft tun lässt, die ich mit 16 Jahren absetzen musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mir irgendeine Art Entschädigung schuldig ist. Für den Fall suche ich nach einem Anwalt, dem ich 10% der Entschädigungssumme anbiete. Hallo, könnten Sie mir bitte weitere Informationen geben? Warum sind Sie sich sicher, dass die Strafe unrechtmäßig war? Ich wurde für den Diebstahl eines Feuerwehrautos und die illegale Nutzung eines Feuerwehrgrundstücks verurteilt. Nur habe ich das Auto gar nicht geklaut. Ich habe es auf einem Schrottplatz gefunden und wieder auf Vordermann gebracht. Für das Ganze habe ich zwar ein halbes Jahr gebraucht, aber am Ende war das Ding besser als fabrikneu. Die haben mich bei meiner ersten Fahrt eingelocht. Niemand hat mir geglaubt, dass ich den Wagen nicht gestohlen habe.
Eine Entschädigung vom Stadtrat zu erkämpfen ist extrem schwierig und meiner Ansicht nach nicht die Mühe wert. Wir glauben mir also auch nicht. Na, danke für gar nichts. Nice. So. Und dann. Können wir was trinken und noch was lesen. Relive IT, Brandance Quarterly. Gast vor Wort. Brandance Produzenten streben seit langem nach dem Gleichgewicht zwischen realen Erlebnissen und technologischer Erlebnisreinheit. Je mehr das Material bearbeitet wurde, desto abstrakter sind die möglichen Wege und desto klarer die Brandance-Aufnahmen. Diese grundlegenden Designelemente inspirieren Brandance-Macher seit der Entstehung dieser Technologie, die Erlebniskommunikation zwischen Gehirnen ermöglichte. Im unermüdlichen Streben nach Ausgewogenheit kristallisierte sich jedoch im Laufe der Jahre eindeutig eine Vorliebe für Reinheit gegenüber dem Naturalismus heraus. Inzwischen gilt sie sogar als Qualitätsmerkmal. Doch haben wir im Wettlauf um die absolute Reinheit vergessen, worum es bei dieser Technologie ursprünglich ging? Könnte es womöglich passieren, dass wir eine Brandance-Aufnahme nach all dem Verarbeiten und Filtern nicht mehr von dem unterscheiden können, was wir aus Film, Fernsehen und Videospielen kennen? Nachdem ich einige der neuesten Titel aus meinem Feeder-Angebot gesehen habe, ist diese rein akademische Frage für mich zu einem echten Thema geworden. Überlegen wir einmal, warum immer mehr Zuschauer auf dem Schwarzmarkt nach nicht lizenzierten Titeln suchen, sogenannte Black Brain Dances. Extreme Brain Dances oder auch XBDs. Können wir uns wirklich sicher sein, dass diese Leute nur auf den illegalen Inhalt aus sind? Oder lockt sie womöglich der Restdreck, den wir BD-Macher so eifrig zu entfernen suchen? Danke an das Telefon, was klingelt. Easy. Ablenkende Gedanken, irrelevante Erinnerungen, lockere Assoziationsketten, Gefühle, die über das gewünschte Spektrum hinausgehen. Was, wenn dieser Lärm gar nicht so überflüssig ist, wie wir glauben? Was, wenn diese peripheren Erlebnisse das Potenzial besitzen, einen guten Braindance zu einem besonderen zu machen? Wir erweisen uns selbst einen schlechten Dienst, wenn wir diesen Fragen nicht nachgehen, bevor unser blinder Kreuzzug auf der Suche nach absoluter Reinheit diese Industrie geradewegs in die Mülltonne der Geschichte führt. J.A. Relive It, das vierteljährige Magazin für Braindance-Cutter, Amateure und Enthusiasten. Ausgabe 478, Dezember 2076. Mit diesen Worten beenden wir die Folge an dieser Stelle. Digga, wo ist das denn? Das ist ja hier im letzten Arsch. Nächste Folge sprechen wir mit Judy und gucken mal, wie es weitergeht. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.